Spiele, Spaß und jede Menge Bühnenprogramm. So viel Action sieht man auf einer Gewoback-Baustelle nicht jeden Tag. Doch wenn das Neubauprojekt im Berliner Prenzlauer Berg zum Tag der Neubauten einlädt, ist eben viel los. Neben einem bunten Bühnenprogramm mit Auftritten von Nachwuchsrapper Ali und der Schülerband Hirokesen gibt es auch herzhafte Snacks zur Stärke. Snejana Michaelis, Vorstandsmitglied der Gewoback, ist heute mittendrin und erzählt, warum dieses Bauprojekt so wichtig für die Gewoback und die Berliner ist. Also für Berlin natürlich, weil wir damit Wohnraum schaffen, neuen Wohnraum schaffen, den es bisher nicht gehabt hat. Es ist sowohl für die Stadt als auch für die Gewoback ein Stück Stadtreparatur, weil wir hier eine lang freiliegende Brache neu bebauen, die seit dem Krieg eben unbebaut war. Und wir bieten hier unter anderem preisgünstigen Wohnraum für alle Schichten der Berliner Bevölkerung an. Also 30% sind hier gefördert. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, tatsächlich die ganze Vielfalt Berlins unterzubringen. Eine Baustelle mal anders erleben und die Nachbarn treffen, das findet hier jeder gut. Die Musterwohnungen werden neugierig begutachtet. Denn hier im Prenzlauer Berg entsteht auf einem mehr als 1200 Quadratmeter großen Grundstück an der Ecke Grellstraße, Gubitzstraße ein Wohnhaus mit 51 Wohnungen. Eine, die hofft, hier bald einziehen zu können, ist Alexandra Eppmeier. Als wir gesehen haben, dass die Baustelle eröffnet wurde, haben wir geguckt, wer hier baut und haben uns dann gleich erkundigt, wie man sich vormerken kann für eine Wohnung, weil wir in dem anwohnen und nur zwei Zimmer haben und auf der Suche nach einer größeren Wohnung sind. Und es wäre natürlich schön, wenn man im Kiez bleiben könnte und halt nur ein Haus weiterzieht. Und allgemein auch ist ja die Gewoback, hat ja gute Reputation, sag ich mal, und kennt man ja, ist ja ein bekannter Name und wäre natürlich super, wenn das klappen würde, dass wir hierher kommen. Die Gubitzstraße 50 gehört zu den ersten Projekten des Wachstumsprogramms der Gewoback, bei dem in den nächsten 10 Jahren 2,5 Milliarden Euro investiert werden sollen. Ein wichtiges Projekt für Berlin also, das weiß auch Andreas Geisel, Senator für Stadtentwicklung und Umwelt. Wir überzeugen uns, dass Wohnungen von unseren kommunalen Wohnungsbaugesellschaften gebaut werden, dass es nicht nur Baupläne gibt, sondern dass sie auch real entstehen, dass wir bezahlbaren Wohnraum für die Berlinerinnen und Berliner zur Verfügung stellen, für die Menschen, die zu uns kommen, aber auch für die Menschen, die hier schon in der Stadt wohnen. Doch heute steht besonders für die Kleinen der Spaß im Vordergrund, etwa beim Kinderschlinken. Die Stimmung war toll, ja. Wenn ich jetzt auch unsere verschiedenen Acts angucke, sei es, dass es einmal unsere Trommler sind, die natürlich dafür sorgen, dass hier Aufmerksamkeit generiert wird, sei es, dass es unsere Teilnehmer aus dem Kiez Song Contest sind oder auch die Aktivitätenstationen für die Besucher, ist alles rundum gelungen aus meiner Sicht.